Unfälle, bei denen die Kniescheibe in Mitleidenschaft gezogen wird, kommen besonders häufig beim Sport vor. Die Folge ist eine über mehrere Wochen andauernde Genesungszeit. Im Halterner Seehof wurde jetzt jungen Assistenzärzten ein neues Operationsverfahren bei Kniescheibenverrenkungen vorgestellt und gezeigt. Fachliche Hinweise zu diesen Operationen gab Dr. Carsten Radas, Chirurg und Sportmediziner aus Sendenhorst. Ja, wir trainieren die jungen Kollegen in den ersten Schritten der Kniearthroskopie. Das ist unser Bestreben, dass die Kollegen eben diese ersten Eingriffe, die technisch nicht ganz einfach sind, am Modell erlernen können und eben nicht am Patienten. Es ist so, dass das theoretische Wissen in diesen verschiedenen Punkten der Kniearthroskopie von mir einmal in Fachvorträgen gezeigt wird und wir im Anschluss dann diese Dinge praktisch versuchen umzusetzen, am Modell zu operieren. Dazu ist eine Firma hier, die Firma Atrex, als Marktführer, ja Weltmarktführer muss man sagen. Damit junge Ärzte erste Erfahrungen mit der Operationsmethode einer Kniescheibe machen können, brachte die Firma Atrex aus München einige Modelle und Geräte zu Demonstrationszwecken mit. Die benötigten Geräte erinnern an eine Schreinerwerkstatt, mit dem Unterschied, dass sie am Menschen zum Einsatz kommen. Die neue Operationsmethode bei Kniescheibenverrenkungen hat sich schon vielfach bewährt. Also in dieser Technik, die wir hier jetzt gerade gemacht haben, das ist ja praktisch so eine MPFL-Plastik, ja. Also das heißt letztendlich, wenn ein Patient einen Unfall hatte, wo eine Kniescheibe durch verschiedenste Möglichkeiten rausgeflogen ist, durch einen Unfall, dass wenn einer reingesprungen ist oder Knie verdreht, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, diese Sehne, die da abgerissen ist, mit verschiedenen Techniken wieder herzustellen. Da gibt es eine Spendersehne, die praktisch aus den eigenen Bein entnommen wird und nach einer speziellen Technik wird in der Kniescheibe diese Sehne an zwei Punkten fixiert und im Oberschenkel ebenfalls. Seit 3 Tagen läuft die Fortbildung im Halterner Seehof. Für die jungen Ärzte sind die Einweisungen am Objekt sehr wichtig, damit sie später eigenständig solche Operationen durchführen können. Im Internet habe ich diese Angebotskurs gefunden und deswegen habe ich mich angemeldet. Wie waren denn Ihre Erwartungen? Ich habe hohe Erwartungen. Ich warte, dass ich mit dem Kurs operativ weiterkomme, aber bin ich sehr zufrieden. Ich wusste schon über die Operationsschritte, aber es gibt in Medizin immer neue Operationstechniken, neue Instrumentarien und muss ein Arzt immer informiert werden. Der Patient kann wieder Sport treiben, wenn Kraft und Beweglichkeit so gut wie im gesunden anderen Knie sind. Aufgrund der neuen Behandlungsmethoden ist dies jetzt wesentlich früher der Fall.